Content is King. Vorausgesetzt, das Königreich interessiert sich dafür. Wird die Digitalisierung die Welt verändern? Ja, wird sie, weil sie den Abstand zum Kunden verringert. Digitalisierung ist eine Technologie, die es ermöglicht, den Kunden wieder in den Mittelpunkt zu rücken. Ergeben sich daraus Nachteile für analog geführte Marken? Wenn man unter analog versteht, dass man eine gewisse Kundenferne praktiziert, die aber auch nicht bereit ist zu verändern, weil man zu viel auf seine eigenen Prozesse fixiert ist, statt auf die Probleme und Wünsche des Kunden, ja, dann werden analoge Unternehmen gewaltige Nachteile erleiden. Und was kommt nach der Digitalisierung? All die Segnungen und positiven Errungenschaften, die die Digitalisierung eben erzeugt, hat auch gewichtige Nachteile und wird Defizite erzeugen durch Hyperwettbewerb, durch Echtzeit, durch Schnelligkeit, durch Komplexität. Und das wird bei Menschen eine neue Begierde auslösen nach den Gegenteiligen, nach Tiefe, nach Substanz, nach Ehrlichkeit, nach Aufmerksamkeit, nach Achtsamkeit.